Draußen wird geschossen und guten Morgen, ich beschieße euch auch mit Kreide. Und dann müsst ihr husten. Es ist spät und der Grund, warum spät ist, ist der, ich, was, wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen. Also, ich habe es geschafft, endlich nach langem Hin und Her probieren. Och, Mann, nervt das. Also dieses ganze Ausprobieren ist echt schrecklich. Ich glaube, ich kann niemals wissenschaftlich diese Forscher werden, diese in den mit Reagenzgläsern und sowas. Das ist ja das Ganze, was sie machen. Und so, das ist auch der einzige richtige Weg. Ausprobieren, 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 ausprobieren. Und manchmal hat man Glück und findet gleich das Richtige. Manchmal hat man Pech und muss ewig gucken. Und manchmal hat man keine Ahnung, was man getan hat. Das Letzte ist jetzt gerade passiert, nach vielen Stunden. Ausprobieren. Harvest Moon ist nicht mehr am Ruckeln. Yay, aber ich will es jetzt nicht zu sehr befreuen, weil es könnte gut sein, dass es alles noch rückgängig gemacht wird von dem Leben, das mich einfach nur verarschen möchte. Aber das hatten wir ja schon, das Thema. Hallo und herzlich willkommen im Sommer. Heute kein Gast, dann wir haben Sommer und wir haben was zu tun, nämlich anbauen und alles. Und weil da will ich mich ein bisschen konzentrieren. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommen wieder Gäste. Aber jetzt erstmal. Und ich will euch ja auch nicht, ich weiß ja nicht, ob ihr es gut findet, Gäste da zu haben. Dann geht es ja weniger um Harvest Moon, sondern mehr um Gäste. Und Gäste machen sich wichtig. Dabei sind es Gäste und die sollten sich eigentlich dann zurücknehmen. Also wirklich. Nein, ich freue mich ja. Bei Gästen, da kann ich dann immer so ein bisschen mich zurücklehnen und meinen Hund Nutella schlabbern lassen oder so. Ein Vogel! Ah, oh, flieg nicht weg, Vogel! Nimm mich mit! Oh mein Gott, du bist doch ein Vogel! Flieg doch hinterher! Los, 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 Hero! Hol! Ach Mann, so schlimm. Merkt ihr, wie es nicht ruckelt? Also bei mir auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob es bei euch ruckelt. Aber mir nicht, das ist ganz schön. Mann, ist das hier viel jetzt Unkraut. Denn wir haben natürlich jetzt auch vor, schön viel 99999999 von allen zu bekommen. Und das schaffen wir auch. Weil hier ja alles wieder frei ist. Bis auf das ist das... Warte mal. Hier ist, glaube ich, noch kein Dünger. Der Rest ist Dünger, oder? Das können wir ganz leicht rausfinden. Weil hier das... Ja, da ist noch kein Dünger. Und dann machen wir das. Und dann holen wir uns auch hier 999... Nein, 99. Obwohl, ist ja eigentlich vollkommen egal. Ich habe vergessen nachzugucken, wann man die machen kann. Das mache ich vor dem nächsten Part. Vorher, er hat uns Watermelon Seeds geholt. Wow, warum hole ich mir diese Liste, warum schreibe ich mir das eigentlich nicht auf? Ich habe so eine Internetseite gefunden, da ist es so aufgelistet und da gucke ich mal rauf. Aber anstelle mir sie rauszuschreiben oder auszudrucken oder sowas, dann müsste ich aber den Drucker anschmeißen. Oh, ist so viel Arbeit. Und meine Farbpatrone, die habe ich geschenkt bekommen von meiner Mutter und... Weil ich nie benutze Farbe, obwohl ich es toll finde und gerne drucke, ist sie eingetrocknet und jetzt habe ich keine Farbpatrone mehr. Das sagt. Das ist richtig Verschwendung. So, ja, weil wir sowieso ein bisschen Zeit... Wir müssen ja wieder warten, bis alles aufmacht auf dem Land. Ist ein bisschen doof. Gehen wir doch mal gucken, was die Leute so machen hier. Ich habe überlegt, ob ich die Tiere rauslassen soll. Nur, das ist mir zu viel Arbeit. Weil im Sommer gibt es ja wieder hier... Oh nein, Sturm, bla 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 bla. Und dann werden alle wieder unglücklich und dann geben sie wieder keine Sachen. Das ist blöd. Aber scheiß drauf, habe ich mir gedacht. Ich versuche jetzt einfach, bis zum Ende des Jahres werden die schon alle auf 10 kommen. Hoffentlich doch. Und ich habe nicht den großen Hund. Sonst würde ich die natürlich die ganze Zeit draußen lassen. Kümmert sie sich eigentlich um die denn? Hey du, Timo, guck mich an. Timo, guck mich mal an, ich will dich nicht ansprechen. Timo, niemand will dich ansprechen, aber jeder will dich angucken. Ganz schön trauriges Leben. So müssen sich irgendwie Stripperinnen fühlen. Die Armen. Weil... Hier, wir haben nichts davon, nichts. Und das holen wir uns alles jetzt. Vorher, Stardust Flower. Die Flower sind vollkommen egal. Davon holen wir uns natürlich jetzt auch alle, aber... Die hier sind einfach nur für unsere Sarah. Für unsere beste Freundin Sarah. Hallo, beste Freundin. Ja, das ist schön, beste Freundin, mit der ich nichts anfangen möchte, weil sie meine beste Freundin ist. Muss ich es einfach so sagen, da wird man nicht traurig.
Ach Mann, wart ihr eigentlich in eurem Leben schon mal verknallt und es kam nicht, also, was ist eigentlich schlimm? Was würdet ihr, also, bestimmt kennt das jeder. Verknallt sein und dann aber die andere Person mag euch nicht, ne? Egal, ob es jetzt wegen Alter ist oder was auch immer. Es ist einfach nur, sie findet euch nicht so toll, wie ihr sie gut findet. Was findet ihr besser? Wenn diese Person euch trotzdem mag, das heißt, ihr werdet Freunde, oder wenn sie euch gar nicht mag, so, was meint ihr, wo könnt ihr besser dann von wegkommen? Weil das ist so ein bisschen blöd. Damals, meine erste, wo ich ein bisschen eifersüchtig war, war ja, das habe ich glaube ich mal erzählt, meine Nachbarin, mit der hing ich immer ab. Oh, wir können ja schon wieder bald. Und die hatte dann später einen anderen Spielkameraden, sagen wir mal so. Und wir waren beste Freunde. Und das nervt ein bisschen, weil man einfach denkt so, weil später hatte ich das so, in der Schule war es so ähnlich, bloß die war dann so, also die mochte mich gar nicht, die Person. Und ich weiß den Namen gar nicht mehr von der, naja. Und dann war es einfacher, darüber wegzukommen, muss ich zugeben, dass man nicht zurückgemocht wird, als wenn diese Person immer wieder bei dir ist. Naja, vielleicht kennt ihr das. Oh Mann, diese blöden Fische. Ich werde nicht mehr hier fischen. Warum kann ich nicht einfach sagen, bitte keine Fischjobs? Das ist ja fast so schlimm wie die Ämter in Deutschland. Das habe ich auch schon gesagt, ich weiß. Dieses Spiel ist eine absolute Wiederholung immer wieder. Aber ihr wolltet es ja. Ihr wolltet es ja. So. Geld haben wir auch noch genug. Ich wollte einfach nur hier rumlaufen. Theater, ja, da machen wir später. Oh, ich habe so viel Geld, warum kann ich nicht einfach die bestechen oder so? Ja. Wie sag mal, Joe? Aber hier ruckelt es immer noch. Ach ja, das war früher schon so. Ach ja, früher, wo ich noch aufnehmen konnte, ohne dass es ruckelt, seltsamerweise. Nee, nicht drüber nachdenken und aufregen. Ach ja, Computer. Sind schon was Lustiges. Haben wir überhaupt genug Geld dabei? Ja, ein bisschen haben wir. Ein bisschen haben wir. Und wir brauchen von allen eigentlich ja. Warte mal, 10. Das ist ja blöd. Brauchen wir 11, um 99 zu bekommen? Ja. Weil das ist ja 100 nicht, aber 11, die gehen. Es darf also kein Sturm kommen in der Zeit. Das ist scheiße. Das ist zackisch. Ach, egal. Ja. Wir machen es einfach. 11. Was, 99 dann? Es ist nur die Mitte, wo der Sprinkler ist. Was machen wir denn da? Vielleicht sollte ich 12 holen. Einfach zur Sicherheit, damit wir dann nicht nochmal einkaufen müssen. Weil das soll ja alles hier ein bisschen schneller gehen. Ich wollte mit euch noch, wollte ich noch ein Thema anfangen? Oh, ein Thema, das mir wichtig war, das hat immer jemand gesagt, das ist Schule. Schule und meine Ansicht zu Hausaufgaben und so. Ich dachte, das hätte ich schon mal, aber das können wir ruhig machen. Also, früher mochte ich das alles gar nicht. Ich, what the fuck? So. Früher mochte ich das gar nicht, also Schule und war auch irgendwie, man hat das mal als Arbeit angesehen, immer als, warum muss ich denn jetzt? Das war ein bisschen doof, aber ich denke da ein bisschen anders drüber. Schule ist sowas wie, du darfst, weil du wirst nie wieder später umsonst und als deinen Job angesehen, so gesehen, lernen dürfen. Wenn ich jetzt was lernen möchte, muss ich es selbst machen oder ich muss dafür viel Geld bezahlen. Und das ist doof. Und Hausaufgaben, ja, bei Hausaufgaben finde ich es so, Hausaufgaben sind wichtig für alle, zum Beispiel nicht alle Kinder kommen mit im Unterricht. Und dann ist es gut, wenn man noch zu Hause nochmal nachholen kann. Zweitens ist es gut, damit der Lehrer sieht, auch, dass auch die Ruhigen etwas können. Drittens ist es gut, dass Wiederholung einfach, Wiederholung ist immer gut. So, guck mal, da fehlt ein einziges dann bis zum 99. Ist das nicht scheiße? Ist das nicht scheiße? Naja, okay. Machen wir halt einen mehr.
Aber Hausaufgaben sind also immer sind sehr gut. Aber ich würde als Lehrer. Warte mal, was brauchen wir jetzt? Welche waren jetzt am längsten? Ah, okay, Waterlem. Ja, schon gut. Hat sich also erledigt. Haben wir 13 von. Ist das jetzt schon. Ja, das Sprinkler müsst ihr jetzt schon gemacht haben. Das. Hoffentlich doch, oder sieht man das nicht? Dass ich zum Beispiel, ich habe immer gedacht, warum machen die Lehrer. Sie machen Fehler. Erstens, man sollte nicht zu viel Hausaufgaben machen. Zweitens, man sollte Hausaufgaben immer besprechen am Anfang, sollte also man einbauen und beachten. Weil oft war es dann so, dass der Lehrer gesagt hat: Ja, wenn ihr Hausaufgaben gemacht habt, gut für euch. Und das geht gar nicht. Also, dann kann man es auch lassen. Dann, wir machen Tomaten hier, ne? Jo, machen wir Tomaten hier. Juhu, habe ich hier eigentlich gedüngt? Ich weiß es gar nicht, ist auch egal. Dann am Wochenende ein Hausaufgaben-No-Go, weil am Wochenende hat keiner Lust auf Arbeiten. Ich glaube nicht, dass Lehrer nach Hause gehen also am Freitag und noch gerne sagen, oh, ich muss diese Sachen noch bearbeiten, aber das ist in Ordnung. Hausaufgaben am Wochenende, nein. Auch Hausaufgaben, ihr habt ja langes Wochenende oder ihr habt ja Ferien. Nein, fertig. Es ist frei. Wochenende ist für alle zum Ausruhen da und auch für Leute. Also am Freitag keine Hausaufgaben aufgeben. Man könnte ja vielleicht mal sagen, ihr habt Hausaufgaben bis nächsten Montag und dann kann jeder entscheiden, ob er es am Wochenende macht. Das ist vollkommen in Ordnung, aber ansonsten doof. Aber ich finde Hausaufgaben wichtig und gut, weil, ne, dafür ist Schule da. Zweitens, Schule. Oh, ich habe es eben schon gesagt. Freut euch, dass ihr Schule haben dürft und geht nicht daran hin und sagt, oh, ich muss ja, sondern. Und hört nicht darauf, wenn andere irgendwie Streber oder sowas sagen. Streber sind gute. Das ist ein Lob, sagen wir mal so. Weil ihr strebt ja nach etwas. Und dieses Wissen, klar, wenn ihr irgendwas habt, was ihr wirklich überhaupt nicht mögt, irgendein Fach oder ein Thema oder sowas, dann könnt ihr auch mal schlechter sein. Dann könnt ihr auch mal sagen, oh, nee, interessiert mich nicht, finde ich nicht so toll. Das ist vollkommen in Ordnung. Warte mal, ich habe nichts mehr zu tun, ne? Ja, dann war es das auch wieder. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ihr zum Beispiel etwas mögt, hängt euch richtig rein. Wenn ihr etwas nicht so mögt, so ein Mittel, dann strengt euch trotzdem an. Aber jetzt kommt's. Ich gucke jetzt gerade, was ich wollte. Ach ja, dafür muss ich rausgehen. Mein Gott, da hatte ich jetzt gerade einen Blackout. Aber ich bin trotzdem noch gegen Schule, wie es gerade läuft. Denn ich habe mitbekommen, dass Schule nicht ist, wer am etwas gut kann, sondern wer einfach am besten auswendig lernt. Und das finde ich scheiße. Schule sollte mehr danach gehen, wer was macht und kann. Oh, guck mal hier, wir können nur Milk groß. Machen wir dann. Müssen wir bloß mal nachgucken, weil hier zum Beispiel Mayonnaise 99 dann verkaufen. Auch wenn das, glaube ich, kein Job werden kann. Schule ist heutzutage einfach so ein bisschen. Man hat einfach das Gefühl, warum mache ich das überhaupt? Und das darf nicht sein eigentlich. Das müssten die Leute echt mal ändern, also die Politiker. Aber ich finde es auch genauso blöd, wie sie im Norden oft haben. Dieses, jeder darf machen, was er möchte. Oh mein Gott! Oh, ein Egg. Nicht. Der hat jetzt gesagt, ein Ei ist geschlüpft. Aber das Ei, das Fragezeichen Ei, ist geschlüpft. Wie süß! Er denkt, du bist seine Mutter. Ja, Vater wohl, ja. Warum nennen wir nicht einfach Pack? Warum darf sie plötzlich bestimmen, wie ich ihn nenne? Warum Pack? Warte mal, es ist rückwärts Cup. Cup der guten Hoffnung? Oh, ich verstehe, Sarah, du bist clever, du bist meine beste Freundin. Ja. Er ist Pack. Zum Glück haben wir keine Kinder mit der, sonst könnten wir die nicht nennen. Okay. Okay, Pack. So, ich habe mir leider schon gespoilert, was Pack macht. Das werde ich euch gleich zeigen. Ja, mal gucken wir uns jetzt Pack jetzt an. Oh, ist Pack hässlich! Das ist einfach ein Ei. Ich dachte, es wäre ein Drache oder sowas. Aber okay, das ist Pack. Das machen wir gleich. Nee, das machen wir gleich.
Oh, noch mal ein Vogel, es gibt auch mal einen Punkt. Auf jeden Fall im Original Herr Harvest Moon gibt das Punkte, wenn du Vögel siehst. Wenn du jemanden Vögeln siehst. Weil ich finde, das Schulsystem, man so, Schüler, wie soll man es sagen? Ich kenne mich von früher noch. Kinder haben oft keinen Bock, werden abgelenkt und sowas. Kinder dürfen nicht gesagt werden, hier so, ihr dürft machen, was ihr wollt. Auswahl muss es mehr geben. Ich zum Beispiel, ich hätte viel lieber Spanisch oder sowas gelernt als Latein oder Französisch. Oder Türkisch oder Japanisch würde ich viel lieber lernen. Ich musste aber was anderes. Kein Wunder, dass es mich genervt hat. Es wurde dann zum Beispiel Kochen oder Kunst oder sowas, wurde alles gestrichen. Dann habe ich gesagt, ich würde gern für später wissen, wie ich koche, weil, naja, ich würde gern selbst mich um mich kümmern können. Das sollten sie mehr machen. Aber ansonsten. So, bevor wir jetzt diesen Part auch gleich wieder beenden, werden wir uns gleich um den Pack kommen. Ah, ne, während wir jetzt noch reingehen. Ah, ich zeig's einfach gleich. Sie ist weg. Ist das nicht geil? Wir können mit unseren Tieren reden. Pack macht jetzt telepathisch, dass wir mit unseren Tieren reden können. Hallo! Danke dir vielmals, Nico. Nico freut sich. Was? Max hat was anderes gesagt. Ach so, pass auf dich auf. Max mag mich auch, hat auch ein Herzchen, natürlich. Ach so, das ist, denke ich mal, die junge Mädels. Yay, gibt's auch noch irgendwas, was wir anderes sagen? Nö, scheinbar mögen mich alle ziemlich sehr doll. Wack auch. Oh, ist das niedlich. Okay. Danke dir, mein Schatz. Oh, das ist schön. Sowas finde ich lustig. Das hätten sie öfter in anderen Spielen auch mal machen sollen. Dass man irgendwie ein Ei findet und dann oder irgendwie mit denen reden kann oder sowas. Oh, was sagen mir jetzt meine Chicken? Hallo dir. Hallo mein Lieber, ich bin heute so glücklich. Wo ist denn mein, wo ist denn der Hahn? Bist du der Hahn? Hey, danke dir. Ich bin in guter Verfassung. Ich bin fit, so gesehen. Ja, du bist fit, ne? Ich verstehe schon. Und alle sind glücklich. Seid ihr auch alle glücklich? Ah, jetzt habe ich noch ein schlechteres Gewissen, wenn der Sturm sie alle unglücklich macht. Wow, supi. Die Kühe. Ah, ich freue mich so, ich freue mich so. Hallo. Hey, danke, ich bin sehr glücklich. Phil ist sehr glücklich. Ah, durch mich. Ja, jetzt bin ich auch glücklich. So. Hat sie was anderes gesagt? Ich weiß nicht. Phil ist doch der einzige Bulle hier, oder? Hä, haben die das gleiche gesagt? Okay. Auf jeden Fall sind alle wieder glücklich. Und jetzt die Pferde. Oh, Timo. Unser geiler Timo. Der hat 10 Herzen. Hallo, wie glücklich bist du? What's up? Wie geht's? Mir geht's gut. Ich fühle mich gut. So, okay, das ist doch schön. Ich bin so glücklich und alles wegen dir. Oh, Hank, oh. Oh, möchtest du ein Baby? Das kommt nach dem Spruch ein bisschen seltsam. Ich bin so glücklich nur wegen dir. Willst du ein Baby? Das geht jetzt nicht, ne? Verschiedene Arten können ja keine, ne? Und so. Oh, Kant mag mich auch. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin auch so glücklich, weil ich euch alle hab. Vielleicht können wir mit dem Ei jetzt auch mit Sarah sprechen. Na, Sarah, bist du auch glücklich? Ach, Sarah. Warte mal. Kann ich mit dir reden? Oh nein, ich will mit Hero reden. Hero, rede mit mir. Rede mit mir. Oh mein Gott, ich kann doch so mit dir reden. Ich bin so glücklich. Hier und ich, wir sind so glücklich. Ich springe hier rüber, dann wartest du kurz auf mich.
denn wir sind zusammen so glücklich. Es gibt sonst keine Tiere auf dieser Welt, das heißt, auf dieser Insel, auf dieser Welt, Jack guckt euch ganz genau an. Hero auch. Ja, okay, das war Puck. Tupac. Puck wird also bald erschossen werden. Und ansonsten. Do not enter. Da unten ist kaputt. Kann ich das nicht heil machen? Oh Mann, wieso kann ich ja nicht alles kaputt sein? Ich kann es nach und nach heil machen. Ich liebe das. Ich liebe es. Ich liebe es. Aber es muss natürlich auch was bringen. Also, dass man irgendwie hier erst weitere findet, wenn es heil gemacht wurde oder so. Oder dass man nach und nach Sachen findet, um es heil zu machen. Okay, so das Thema hatten wir schon. Ich bin so enttäuscht. Ich möchte gern alles heil machen und machen, wie ich es möchte. Dass man vielleicht auch ein bisschen Auswahl hat. Dass man so sagt, na, was möchtest du denn hier haben für ein Dach? Ach ja, das wäre schön. Aber sowas gab es früher oft und heute gar nicht mehr. Das ist nicht so schön. Das hier ist schön. Bloß der Text da ist nicht so schön. Ach ja. Dann wollen wir mal. Und wir haben Pack. Was kann jetzt noch passieren? Ich lasse mich überraschen. Es kann nur noch schlechter werden. Bis zum nächsten Mal. Pack dich an, du Sau. Ciao. Es reimt sich.